Bringaraj ist ein Tonikum für das Haar. Diese indische Heilpflanze soll Haarausfall stoppen, ergrautes Haar dunkel färben, die Nägel stärken und das Gedächtnis verbessern. In der Ayurveda-Medizin Indiens wird Bringaraj seit Jahrhunderten zur Behandlung von Leber- und Hautproblemen verwendet. Was ist Bringaraj? Bringaraj wird auch als Eclipta alba bezeichnet und gehört zur Familie der Sonnenblumen. Diese Pflanze hat kleine weiße, gelbe, blaue oder rote Blüten. Es ist eine sehr bitter schmeckende Pflanze, es werden normalerweise die Blätter verwendet. Es gibt vier Hauptarten von Bringaraj, die auf der Farbe ihrer Blüten basieren. Am weitesten verbreitet ist die weiße Eclipta alba Bringaraj Pflanze. Die positiven Auswirkungen auf die Haut und Haare von Bringaraj beruhen wahrscheinlich auf der Anregung der Leberfunktion. Eine gesunde Leber ist die Voraussetzung für schöne Haare und eine gesunde Haut. Die Heilpflanze gilt als das wichtigste Kraut für Haut, Knochen, Haare, Nägel, Zähne, Gedächtnis, Sehen und Hören im Ayurveda. Im Ayurveda der alten indischen Medizin sind die schützenden Fähigkeiten von Eclipta alba für die Leber seit langem bekannt. Die Ayurveda-Ärzte verwenden Bringaraj zur Behandlung von Lebererkrankungen wie Gelbsucht, Hepatitis und als Teil einer Entgiftungskur. Mehrere Studien haben bestätigt, dass die Pflanze tatsächlich eine Leberschutzfunktion auswirkt. Als antibakterielles Mittel wird Bringaraj seit langem verwendet in Indien. Die Heilpflanze wird zur Behandlung von Infektionen eingesetzt. Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass diese historische Verwendung eine wissenschaftliche Grundlage hat. In einer 2011 veröffentlichten Studie erwies sich Eclipta alba als wirksam gegen alle neuen getesteten Bakterienstämme. Bringaraj lindert Schmerzen. Im Ayurveda wird Eclipta alba zur Behandlung von Zahnschmerzen genutzt, indem frische Blätter direkt auf das betroffene Zahnfleisch aufgetragen werden. Es wurden verschiedene Studien durchgeführt, um die möglichen schmerzstellenden Wirkungen der Pflanze zu untersuchen. Die mit Mäusen durchgeführten Schmerztests zeigten, dass Bringaraj schmerzlindernde Effekte hatte, die gleichwertig zu Aspirin waren. Bringaraj unterstützt auch eine gesunde Verdauungsfunktion. Gemäß der ayurvedischen Medizin kann Bringaraj zur Behandlung von Magenbeschwerden eingenommen werden. Die Pflanze wird erfolgreich zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung und Malabsorption eingesetzt, also mangelnder Nährstoffaufnahme. Laut Ayurveda hilft Bringaraj durch seine reichhaltige Vielfalt an organischen und chemischen Verbindungen die Verdauung wiederherzustellen. Bringaraj ist auch schleimlösend, ist ein sehr gutes Mittel bei Erkältung, Grippe und Infektion. Bei Blasenentzündungen hilft Bringaraj, die Bakterien abzutöten, weil es auch entwässernd wirkt. Ist also für die Behandlung von Blasenentzündung sollten 3 Gramm der Pflanze verwendet werden pro Tag. Bringaraj ist berühmt für seine stärkende Wirkung auf die Haare. Es stärkt die Gesundheit der Haare und kann das Haarwachstum ankurbeln. Eine im Jahr 2009 veröffentlichte Studie untersuchte die Fähigkeit der Pflanze auf das Haarwachstum bei Mäusen. Die Ergebnisse zeigten, dass Bringaraj die Haarfollikel stimulierte und den Haarwuchs verbesserte. Bringaraj stärkt auch die Augen, weil es reich an Beta-Carotin ist. Dieses Antioxidant ist wichtig für gesunde Augen. Außerdem verbessert Bringaraj die Herzgesundheit, verbessert den Blutdruck und Cholesterinspiegel so, dass sich diese Werte auf gesunden Mittelwerten einpendeln und hohe Blutdruckwerte werden vermindert. Zu niedrige Blutdruckwerte werden erhöht. Die Forscher glauben, dass die Heilpflanze aufgrund ihrer entwässernden Wirkung den Blutdruck senken kann. Es ist aber so, dass eigentlich Eclipta alba den Blutdruck reguliert. Im Ayurveda wird Bringaraj zur Behandlung verschiedener Arten von Krebs verwendet. Eine 2011 veröffentlichte Studie zeigt, dass ein Extrakt aus Bringaraj krebsbekämpfende Aktivitäten aufweist. In der einzigen Studie zu den tumorhemmenden Eigenschaften der Pflanze bei Leberkrebs zeigte Bringaraj zytotoxische Wirkung, das bedeutet, dass sie Krebszellen effektiv zerstörte.
Bringaratsch wird als Extrakt, Pulver, Tinktur oder Öl verwendet. Sehr bekannt ist das Bringaratsch Haaröl, was das Haarwachstum verbessert, was graue Haare, die dunkle Farbe zurückbringt und die Gesundheit der Kopfhaut verbessert. Bringaratsch wird also sehr oft als Haaröl eingesetzt. In Südostasien ist Bringaratsch, vor allen Dingen in Indien, ein sehr bekanntes Hausmittel auch für das Zahnfleisch. Durch das Kauen der Blätter können Sie also Ihr Zahnfleisch, Zahnfleischentzündung behandeln und die Gesundheit der Zähne verbessern. Bringaratsch ist also vor allen Dingen für gesunde Haare ein absolut perfektes Elixier, insbesondere als Haaröl. Verbessert auch die geistigen Funktionen, gibt mehr Ruhe und verbessert den Schlaf. Wenn dieses Video für Sie interessant war, geben Sie ihm einen Daumen nach oben und abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.